Ja, warum haben wir uns für Nordport entschieden? Der Hauptpunkt ist, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine Nähe zum Flughafen. Wir haben ein sehr hohes Reiseaufkommen vor Corona gehabt. Wir gehen davon aus, dass nach Corona diese Reisetätigkeiten auch wieder aufgenommen werden. Wir sitzen heute in Schnelsen, haben gesagt, wir wollen hier die Nähe zu diesem jetzigen Standort behalten für unsere Mitarbeiter. Von daher kam nur der Flughafen als zentraler Punkt in Frage. Wir haben gute Gespräche mit Norderstedt gehabt, wir haben auch Gespräche mit Hamburg gehabt, haben uns aber im Endeffekt mehr überzeugen lassen von dem Konzept Norderstedt und gehen deshalb sehr gerne in Nordport. Wir freuen uns, dass wir mit Cerala ein weiteres Unternehmen für Norderstedt gewinnen konnten. Erst recht in der Zeit, in Corona-Zeit, unter den Bedingungen. Und wir freuen uns vor allen Dingen auch über Cerala als Unternehmen. Ist ein Unternehmen der Fintech-Branche, also machen Zahlungsverkehrssoftware weltweit. Ein wirklich sehr, sehr spannendes Unternehmen. Das größte Fintech, das es hier in der Region gibt, mit 400 Beschäftigten und in einer Branche tätig, die auch unter Corona-Bedingungen extrem wichtig ist. Fintech als Wachstumsbranche muss man natürlich in dieser Zeit, Corona-Krise, ganz stark sehen. Die Unternehmen stehen alle vor den Herausforderungen, Digitalisierung, Prozesse transparent zu gestalten. Unsere Branche, wir haben uns das Thema Universe of Payments, also die ganze Welt des Zahlungsverkehrs auf die Fahne geschrieben. Das heißt, ein Unternehmen bekommt heute Ware und muss diese bezahlen. Ein Unternehmen verkauft Ware und bekommt diese von den Kunden bezahlt. Je größer das Unternehmen ist, umso komplexer werden diese Prozesse. Man muss wissen, in welchem Land, in welchem Standort wird gerade welche Rechnung bezahlt, wer bezahlt das. Und das hat hohe Relevanz für Unternehmen. Wenn wir heute sprechen, was ist systemrelevant? Systemrelevant ist der Zahlungsverkehr in Unternehmen, denn nur wenn der Zahlungsverkehr funktioniert, funktioniert das Unternehmen und ist lebensfähig. Es wird nicht einfach nur ein Bürogebäude. Cerala möchte für sich und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber eben auch für Zulieferer, für angeschlossene Unternehmen, so etwas wie ein Wohlfühlklima schaffen, eine gute Umgebung schaffen, in der man gerne arbeitet und in der man gerne zu Hause ist. Ist ja Philosophie immer mehr. Es reicht nicht der einfache Büroarbeitsplatz. Es sollte schon auch ein bisschen mehr drumherum geboten werden können. Und gerade Cerala mit top ausgebildeten Leuten überall hat sicherlich auch einen guten Bedarf dafür. Was wir planen dort am Nordport ist, dass wir einen Campus, einen Hauptsitz für unsere Company bauen wollen, als wirkliches Headquarter. Wir haben Erweiterungsoptionen in diesem Grundstück. Werden in einem zweiten Bauabschnitt noch ein weiteres Gebäude dazu bauen, um dann nachher tatsächlich ein Technologiecampus dort zu haben, wo wir den Mitarbeitern eine sehr moderne Arbeitsumgebung bieten, den Mitarbeitern aber auch eine Option bieten, Sportmöglichkeiten, Gastronomiemöglichkeiten, Mobility-Möglichkeiten, sprich, die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, sich Pakete dort anliefern zu lassen, von dort Pakete wegsenden zu lassen. Wir werden regionale Anbieter als Beispiel Reinigung mit einbeziehen, wo die Mitarbeiter ihre Reinigungsdinge dort erledigen können. Wir werden oben auf dem Dach Dachterrassen haben, wo wir den Mitarbeitern Team-Event-Küchen, Afterwork-Bars zur Verfügung stellen werden, mit Blick aufs Rollfeld. Sehr moderne Umgebung, alles im Rahmen, aber trotzdem eine sehr moderne Work-Life-Umgebung, sodass, wenn dann noch andere Unternehmen dazukommen, aus ähnlichen Branchen, aus Technologiebranchen, man tatsächlich diesen Campus-Gedanken dort leben kann. Was uns hier, glaube ich, tatsächlich sehr in die Hände gespielt hat, das ist das, was wir bei vielen Ansiedlungen immer wieder gemerkt haben. Es ist der Standort mit den Rahmenbedingungen, der Flughafennähe. Es ist aber auch die Infrastruktur, die wir hier bieten mit Wilhelm Tell. Es ist das Hotel, was mittlerweile ja auch hier steht. Das alles wirklich für so ein Unternehmen sehr spannendes, internationales Unternehmen mit Hotel direkt nebenan am Flughafen. Da geht nicht viel mehr. Und was an dem Kontext auch wichtig ist, merken wir auch immer wieder, ist Kontinuität bei den Gesprächspartnern und ist vor allen Dingen Verlässlichkeit. Wir haben ja zum Glück mit der Unterstützung der Politik, des Aufsichtsrates, der Verwaltung auch immer wirklich das Richtige tun können. Wir sind nicht einfach losgelaufen, haben ganz schnell ganz viel Fläche unter die Menschen gebracht, sondern wir haben immer versucht, auch die richtigen Unternehmen anzusiedeln. Das hat nichts mit Arroganz zu tun oder Überheblichkeit, sondern schlicht damit, dass es Standorte gibt, da sind Büronutzungen richtig und es gibt andere Standorte, da sind vielleicht besser logistische Nutzungen. Das haben wir hier getan. Wir haben auch weiterhin jetzt noch Flächen genau in diesem Segment für solche Unternehmen, um den Standort in dieser Richtung behutsam weiterentwickeln zu können. Also nicht einfach nur schnell, sondern wirklich richtig und mit Augenmaß. Dieser Bericht wurde Ihnen präsentiert von der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt EGNO. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-wirtschaft.de.